LSB Niedersachsen Podcast Kompakt. Alles, was wichtig ist, alles, was neu ist, alles, was Sport ist. In Niedersachsen und darüber hinaus. Mit Katharina Kohlhoff und Jörg Beil und der August-Ausgabe unseres Kompaktformats. Bestimmt haben Sie von der Energiepreispauschale, kurz EPP, gehört. Diese EPP ist Teil des Steuerentlastungsgesetzes und sorgt dafür, dass einige Beschäftigte demnächst ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben werden, erklärt Achim Wilmsmeier, Abteilungsleiter für Verwaltung und Finanzen beim LSB. Also grundsätzlich kann jeder Beschäftigte, der zum 1.9. Mal im Verein ist, davon profitieren. Das gilt auch für Auszubildende, für Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst und auch für geringfügig Beschäftigte, für die der Arbeitgeber den Arbeitslohn pauschal versteuert. Die Auszahlung ist dann über den Arbeitgeber mit dem Septembergehalt geplant. Für welche Personengruppe dies gilt und ob Sie als Beschäftigte oder Beschäftigter im Sportverein von der Pauschale profitieren, erfahren Sie in dem Vereinsinformationssystem FIPS. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Am 9. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Der Landessportbund Niedersachsen hat unter dem Motto für einen vielfältigen Vereinssport Positionierungen und Erwartungen des organisierten Sports für den 19. Landtag vorgenommen. Zudem übernimmt der LSB mit seinen Mitgliedsorganisationen und Sportbünden im Schulterschluss mit der Landespolitik in verschiedensten Bereichen gesellschaftspolitische Verantwortung. Zum einen in den vergangenen 2 Jahren der Corona-Pandemie und auch aktuell, unter anderem im Zuge der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Doch welche Bedeutung messen die 4 aktuell im Landtag vertretenen Parteien dem Sport in Niedersachsen bei? Für welche Sportpolitik wollen sie zukünftig stehen und welche Berücksichtigungen finden die Erwartungen des LSB in den Wahlprogrammen? Diese Fragen sollen am 21. September um 18.30 Uhr gestellt und beantwortet werden. Beim sportpolitischen Dialog im Akademiegespräch: Wohin steuert der niedersächsische Sport? Fragen und Antworten zur Landtagswahl. Und Sie können dabei sein, live vor Ort, hier in Hannover und digital per Livestream. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind Dr. Stefan Birkner für die FDP, Marie Kollenroth für Bündnis 90 Die Grünen, Johanne Modder für die SPD und Uwe Schünemann für die CDU. Die Anmeldung erfolgt über das Bildungsportal des LSB Niedersachsen und auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Startklar in die Zukunft ist der Titel eines 25 Millionen Euro umfassenden Programms, mit dem das Land Niedersachsen in den Jahren 2021 und 2022 Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt. Auf den Sportanlagen, Freiflächen und Sporthallen werden von und mit Sportvereinen ein- oder mehrtägige Sport- und Bewegungscamps für die jungen Menschen konzipiert und angeboten. Da die Sportjugend Niedersachsen kurz vor den Sommerferien das Antragsportal für die Sport- und Bewegungscamps hatte schließen müssen, hat unser Vorstandsvorsitzender Reinhard Rabe sich für zusätzliche Mittel in einem Schreiben an das niedersächsische Sozialministerium eingesetzt. Somit konnten kurzfristig für 2022 1,5 Millionen Euro für weitere Schwimmkurse sowie Sport- und Bewegungscamps bereitgestellt werden. Alle Fragen rund um das Aktionsprogramm Startklar in die Zukunft und die Antragstellung beantworten unter anderem die Kollegen und Kolleginnen der LSB Hotline. Die Hotline ist erreichbar von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0511 12 68 210. Der niedersächsische Innenminister Pistorius und der LSB-Vorstandsvorsitzende Rabe haben den Sportbericht für das Jahr 2021 vorgestellt. Ein Schwerpunkt des Berichts liegt nach den Olympischen Spielen von Tokio auf den leistungssportlichen Strukturen in Niedersachsen. Der Bericht informiert außerdem über zukunftsweisende Projekte, Förderprogramme, Maßnahmen und Aktivitäten, die den niedersächsischen Sport im vergangenen Jahr besonders geprägt haben. Auch das 2. Jahr der Pandemie hat gezeigt, wie robust der organisierte Sport in Niedersachsen ist, so Pistorius. Zudem haben das Ministerium und der LSB eine aktualisierte Vereinbarung zur Förderung von Spitzensportlerinnen und Sportlern in der niedersächsischen Landesverwaltung unterzeichnet. Bereits seit 2007 können Spitzensportlerinnen und Sportler bei der Polizei Niedersachsen eine duale Karriere einschlagen. Um diesem Personenkreis zukünftig auch eine Karriere außerhalb der Polizei zu ermöglichen, wird dieses Förderprogramm auf die allgemeine Verwaltung ausgedehnt.
Viele Sportvereine beschäftigt derzeit der sich abzeichnende sogenannte Energielockdown. Der Deutsche Olympische Sportbund und der Landessportbund Niedersachsen haben sich strikt gegen die Empfehlung des Deutschen Städtetages ausgesprochen, kurzfristig Hallenbäder und langfristig eventuell auch Sportstätten zu schließen. Dies sei das falsche Signal, sagt der LSB-Vorstandsvorsitzende Reinhard Rabe. Sport ist ja mit der letzte Klebstoff unserer Gesellschaft und wir haben ja in der Pandemie gemerkt, was uns alles fehlt, wenn wir Sport nicht ausführen können. Das Problem ist aktuell, dass natürlich die große weltpolitische Lage auch auf den Sport einschlägt oder auch entsprechende Auswirkungen hat. Und da gehen die Dinge in Deutschland nun wieder in die falsche Richtung aus unserer Sicht. Es gibt schon einige Kommunen, die die Sportanlagen schon geschlossen haben oder angekündigt haben, es zu tun. Das halten wir für den völlig falschen Weg. Es ist völlig undifferenziert zu sagen, wir sparen jetzt am Sport. Das Motto muss lauten, durch Sport sparen und nicht am Sport sparen. Die gemeinsame Erklärung von DOSB und LSB ist auf der Homepage nachzulesen. Und zum Schluss unseres Kompaktformats ein Seminarhinweis der Akademie des Sports aus der Reihe Frauen-Special Kompetent in Führung. Für den 2. und 3. September haben wir eine der besten und bekanntesten Trainerinnen Deutschlands gewinnen können. Martina Schmidt-Tanger leitet das Seminar Wissen, wo es lang geht, nonverbale Kommunikation in der Führung. Mit ihr lernen Sie, nonverbale Körpersignale Ihres Gegenübers wahrzunehmen, zu dekodieren und das eigene Verhalten zu stimmiger Kommunikation und Fokuslenkung zu nutzen. Melden Sie sich jetzt für den 2. und 3. September an. Den direkten Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Das war der LSB Niedersachsen Podcast Kompakt. Alles, was wichtig ist, alles, was neu ist, alles, was Sport ist, in Niedersachsen und darüber hinaus.